Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es schwerfällt, möchte ich nun die 71. Sitzung des Petitionsausschusses eröffnen und zunächst ein paar organisatorische Vorbemerkungen vorbringen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Darüber hinaus kann die Übertragung live auf den Internetseiten des Bundestages oder über die Bundestags-App auf PCs oder mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss wird die Sitzung dauerhaft aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt. Ich grüße alle Anwesenden. Recht herzlich begrüße ich die Petentin zu unserer ersten Petition von drei der heutigen öffentlichen Sitzung, die Frau Susanne Wiest, sowie Herrn Professor Neumerker von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als ihren Begleiter. Darüber hinaus begrüße ich Dr. Becker-Netz, Leiter der Unterabteilung 1a Soziale Marktwirtschaft, Zukunft der Sozialstaatsforschung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Frau parlamentarische Staatssekretärin Annette Krammer wird voraussichtlich in einigen Minuten eintreffen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute unsere Sitzung besuchen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Ich möchte Sie darum bitten, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art, Zurufen oder Klatschen abzusehen. Ferner mache ich rein vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich darauf hin, dass private Film- oder Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. Die akkreditierten Journalisten des Bundestages haben einen entsprechenden roten Ausweis. Diese können im Pressebereich mit den entsprechenden Hinweisen die Aufnahme natürlich durchführen. Bitte schalten Sie nun auch Ihre Mobiltelefone aus. Ich begrüße wie immer die anwesenden Journalisten und hoffe auf eine interessante und anregende Berichterstattung. Zur heutigen Sitzung darf ich folgende Hinweise kurz geben. Bei drei Fraktionen gibt es Mitgliederwechsel. Von der Fraktion der FDP nimmt die Kollegin Katrin Helling-Plahr sowie der Kollege Pascal Kober an der heutigen Sitzung teil. Seitens der Fraktion Die Linke wird die Kollegin Katja Kipping und die Kollegin Cornelia Möhring sowie der Kollege Norbert Müller an dieser Sitzung teilnehmen. Herzlich willkommen. Und von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Ja, Frau Müller-Gemmecke? Genau. An der Sitzung teilnehmen. Eine entsprechende Anzahl von Ausschussmitgliedern ist vorübergehend ausgetreten. Im Kreis der Obleute wurde das übliche Verfahren für öffentliche Sitzungen auch der 18. Wahlperiode beschlossen. Zunächst hat die Petentin 5 Minuten Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement. Nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehr Runden Gelegenheit, Fragen an die Petentin und die Bundesregierung zu stellen, wobei zunächst die Berichterstatter die Möglichkeit das Wort erhalten. Die Antworten erfolgen direkt und sollen nicht mehr als 1 Minute an Antwortzeit überschreiten. Wir freuen uns über kurze Fragen, maximal 2 Stück durch die Kollegen an den Petenten oder die Bundesregierung. Insgesamt, wie gesagt, dann direkt die Beantwortung. Ich darf die Besucherinnen und Besucher noch darauf hinweisen und die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass es heute nicht zu einem Abschluss des Petitionsverfahrens kommt. Diese öffentliche Anhörung dient formal vor allen Dingen der Unterstützung des Berichterstatterverfahrens für die Berichterstatter, den tieferen Inhalt, auch die Argumente des Für und des Widers der Petition kennenzulernen und sich mit der Petentin hier in der Öffentlichkeit auszutauschen. Die Entscheidung über die Petition wird dann in einer der nächsten Wochen und Sitzungen des Petitionsausschusses stattfinden. Nach diesen Vorbemerkungen komme ich nun zur Petition zeitlich begrenzte Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aufgrund der Corona-Pandemie. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich zunächst Frau Susanne Wiest um ihr Eingangsstatement bitten. Frau Wiest, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Abgeordnete des Petitionsausschusses, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Bundestages, liebe Gäste hier im Saal, im Livestream und werte Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnerinnen dieser Petition. Mit der Petition haben wir gefordert, dass aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einkommensausfälle für viele Bürgerinnen und Bürger kurzfristig und zeitlich begrenzt, aber so lange wie notwendig ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle eingeführt wird. Diese Forderung an den Deutschen Bundestag wurde im Frühjahr von 176.134 Menschen unterzeichnet und ist die bislang größte Online-Petition, die je an den Deutschen Bundestag gestellt wurde. Sehr viele Menschen, die sich schon lange
im bedingungslosen Grundeinkommen oder die schon lange im bedingungslosen Grundeinkommen die zeitgemäße demokratische Grundlage für unser Zusammenleben sehen, engagieren sich nun mit aller Kraft für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens jetzt in der Krise. Viele neue Befürworterinnen und Befürworter kommen hinzu, denn es ist klar, ohne Grundeinkommen geht es nicht. Auf verschiedenen Petitionsplattformen sind bislang 1.131.116 Unterstützungsunterschriften für die Einführung eines Krisengrundeinkommens eingegangen. Gemeinsam mit Organisationen wie Mein Grundeinkommen, Expedition Grundeinkommen, dem Omnibus für direkte Demokratie und Change.org haben wir auf eine schnelle Beratung angesichts der Lage dieser Petition bereits im Juni gedrängt. Dem wurde von Seiten des Petitionsausschusses nicht entsprochen. Nun ist es Herbst, die zweite Welle rollt und ein Ende der Krise, die für viele Menschen auch zu einer schweren wirtschaftlichen Existenzkrise geworden ist, ist nicht in Sicht. Die Lage ist sogar noch bedrohlicher als im Frühjahr, denn heute können wir bereits abschätzen, wie die bisherigen Hilfsmaßnahmen wirken, und wir sehen, dass sie nicht zielgenau sind. Die aktuellen Hilfsmaßnahmen sind kompliziert, bürokratisch, zeitaufwendig und unsicher. Oft kommt Hilfe nicht dort an, wo sie gebraucht wird. Viele Menschen fallen komplett durchs Raster der Zuständigkeiten, wie zum Beispiel Kulturschaffende, Solo-Selbstständige und Studierende. Wir alle, Kinder und Erwachsene, sind stark gefordert von den gesundheitlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie. In dieser schwierigen und völlig unvorhersehbaren Situation, die viele gewohnte Routinen über den Haufen geworfen hat, brauchen wir alle eine sichere finanzielle Basis, die uns trägt. Niemand, wirklich niemand, darf in Existenznot geraten. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, jetzt in der Krise, ziehen wir unserer Gesellschaft einen Boden ein, der alle trägt. Das ist das Gebot der Stunde, das es umgehend umzusetzen gilt. Ich freue mich, dass in unserem Bündnis auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Hochschulen mitwirken. Professor Dr. Bernhard Neumerker und Team haben einen sofort umsetzbaren Vorschlag für ein Krisengrundeinkommen entwickelt. Das Nettogrundeinkommen, er wird es Ihnen nun in wenigen Sätzen vorstellen. Ja, besten Dank. Erste Folie bitte. Hier sehen Sie die traditionellen wirtschaftspolitisch gedachten Hilfsmaßnahmen, die es gibt, die weder groß treffsicher noch bedarfsplanungsmäßig richtig funktionieren, noch die Inanspruchnahme in Not sicherstellen. Wenn Zahlungen für Unternehmer, Arbeitnehmer, Solo-Selbstständige ausfallen, dann hat diese staatliche Hilfsmaßnahme und ihr Paket den Zweck, dass, wie so schön gesagt worden ist durch Herrn Altmaier, mehrere Male Mieten und auch Kapitaldienst bezahlt werden sollen. Nächste Folie. Im Nettogrundeinkommen, das ich Ihnen hier als eine Möglichkeit für ein Krisengrundeinkommen darstellen will, bekommt jeder Bürger 550 Euro, Kinder etwas weniger. Damit sind alle Unternehmer, Arbeitnehmer, Solo-Selbstständige, aber auch Vermieter, Banker und Kapitalgeber abgesichert. Wenn nun vorne in der Zahlungskette Zahlungen ausfallen, hat das zur Folge, dass man auch, weil Vermieter und Banker auch abgesichert sind, auch Mieten und Kapitaldienst abstellen kann, solange die Krise dauert. Dadurch wird die Zahlung so günstig. Nächste Folie. Ja, wir können sogar durch das Corona-Hilfsprogramm, das haben wir sehr aufwendig gemacht, sogenannte BGE-nahe Ausgaben, das heißt, die sind sehr universell, die sind nahezu unbedingt, die sind periodisch und individuell als Cash-Transfers aus den Corona-Hilfsmaßnahmen von Bundesregierung und Bundesländern rausrechnen, haben dann BGE-nahe Ausgaben in Summe von 150 Milliarden, von den etwa 610, die man dann für ein solches Nettogrundeinkommen verwenden kann. Genauso sieht es aus mit dem, bitte nächste Folie, genauso sieht es aus mit dem Sozialbudget. Wir haben aus dem Sozialbudget von einer Billion BGE-nahe Sozialbudget etwa 466 Milliarden herausgerechnet. Sie sehen, Krankenversicherung und auch ein Großteil der Rente werden nicht dazu gerechnet. Sie müssen das System nicht umstellen, sondern Sie müssen nur Zahlungen umschichten. Sie müssen also keine Reform des Renten- und des Gesundheitssystems machen. Sie müssen nur Hartz IV und einige Zahlungen umschichten. Wir haben da in BGE-nahen Zahlungen etwa 466 Milliarden erkannt. Zusammen mit den 150 Milliarden
ergibt das 610 Milliarden etwa. Dieses Nettogrundeinkommen, wenn wir für Kinder in etwa die Hälfte von den 550 bezahlen, hat Gesamtkosten von 500 Milliarden. Abzüglich 611 Milliarden bekommen Sie überraschenderweise eine positive Differenz heraus. Ein solches knapp bemessenes Nettogrundeinkommen würde sogar Geld im Vergleich zu den jetzigen Maßnahmen aus Sozialbudget und Corona-Hilfspaketen sparen, wäre verlässlich, kommt jedem zugute. Sie haben kein Problem mehr mit Treffsicherheit, mit fehlender Bedarfsplanung und Nichtinanspruchnahme. Ich gehe wieder zurück. Okay. Sehr viele Menschen blicken heute mit großen Erwartungen auf diese Ausschusssitzung. Wir alle fordern die sofortige Einführung eines Krisengrundeinkommens. Wir fordern die sofortige Einsetzung einer Corona-Grundeinkommenskommission mit Einbeziehung von Bürgerräten, um die Einführung vorzubereiten. Wir fordern eine zeitnahe Debatte zum Krisengrundeinkommen im Plenum des Deutschen Bundestages. Wir alle tragen den Staat, wir finanzieren den Staat, wir sind der Staat. Eine wirksame finanzielle Grundabsicherung für alle, wie sie nur ein bedingungsloses Krisengrundeinkommen leisten kann, muss im Zentrum des Interesses aller Volksvertreterinnen und Volksvertreter stehen und schnellstmöglichst im Parlament besprochen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bevor wir zur Fragerunde kommen, darf ich nur zwei Hinweise geben, die mir als Ausschussvorsitzender wichtig sind. Wir wollen heute sehr sachlich diskutieren. Ich darf noch feststellen, dass es schon andere weitere Petitionen gab, die mehr als 180.000 Mitzeichner auch online gehabt haben. Nicht, dass ein falsches Fakt hier präsentiert wird. Und zum Zweiten hat die Beantragung, dass die, oder der Fakt, dass die öffentliche Sitzung erst heute stattfindet, auch wenn Sie das anders gewünscht hatten, hat damit zu tun, dass wir nicht nach Inhalt der Petition im Bundestag werten, sondern nach Reihenfolge, wie sie bei uns eingehen und wie die danach entsprechend abarbeiten. Denn wir wollen nicht die einzelnen Petitionen schon im Vorfeld werten. Und deswegen findet die Sitzung heute statt. Das hat nichts gegen Ihre Person oder gegen Ihre Petition an sich zu tun, weil das so ein Stück weit mitklang in Ihren Ausführungen. Da will ich uns nur ein Stück weit auch darstellen. Dann kommen wir zur ersten Runde der Fragenden. Marc Bjerders für die CDU-CSU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Wiest, Herr Professor Neumerke, für Ihr Eingangsstatement. Ich würde auch gerne gleich zu den Fragen kommen, einmal an Sie beide. Vielleicht könnten Sie uns noch mal ausführen, warum Sie in Ihren Augen glauben, dass die Bundesregierung der ergriffenen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht nicht ausreichen, um Menschen vor einer Existenznot zu bewahren, und warum Sie deshalb glauben, gerade jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen zu fordern. Und an die Regierung bzw. den Regierungsvertreter, könnten Sie vielleicht noch mal kurz nennen, welche Maßnahmen die Bundesregierung zu Beginn und auch während der Corona-Pandemie ergriffen hat, um die Folgen für Bürgerinnen und Bürger abzufedern, die in Existenznöte geraten sind. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank für die Frage. Warum jetzt? Man erlebt das zum Beispiel bei Studierenden, die äußern sich und sagen, als die Nothilfe für Studierende aufgesetzt wurde, hatte ich noch 500 Euro auf dem Konto. Dadurch war ich nicht anspruchsberechtigt. Jetzt habe ich kein Geld mehr, finde auch keinen studentischen Nebenjob in dieser schwierigen Situation. Die Hilfsmaßnahme ist nicht mehr aktuell. Ich habe von anderen Menschen gehört, man braucht einen Steuerberater, um Hilfe für Solo-Selbstständige, sage ich jetzt mal, was es da eben, oder ja, diese Corona-Hilfsmaßnahmen überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Also es wird als kompliziert empfunden, als schwierig, zusätzlich eben zu der angespannten gesundheitlichen Lage, die wir ja alle haben. Und ich würde mir natürlich davon auch erhoffen, dass Sie, die Abgeordneten, unsere Abgeordneten im Bundestag, sich ganz auf die gesundheitlichen Herausforderungen der Krise konzentrieren könnten, wenn die Einkommenssituation für alle einmal grundsätzlich auf einem Grundniveau sicher geregelt ist. Es ist einfach unerträglich, wenn man denkt, da steht ja doch jemand da, der durchfällt, der irgendwie die Anforderungen für die Beantragung durchliest und bei Punkt 7 sagt, oh, ich bin draußen. Das trifft auf mich nicht zu. Das möchte man nicht. Ne? Wir sollen, also unsere Solidarität ist gefordert, der Zusammenhalt, das Verantwortungsgefühl. Und da wäre das richtige Signal der Bundesregierung und des Parlaments, dass wir sagen, das
brauchen wir jetzt, damit hier alle sich sicher fühlen. Das ist leider, die Bemühungen sind natürlich da, das sehen wir. Vielen Dank. Aber es reicht eben nicht. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der SPD. Herr Kollege Kremmels, bitte. Bundesregierung, Entschuldigung, wollte ich nicht vergessen. Die Bundesregierung hat eine Fülle von Maßnahmen. Ein bisschen lauter, ziehen Sie es vor sich hin, das können Sie gut einstellen. Besser? Jawohl. Die Bundesregierung hat eine Fülle von Maßnahmen durchgeführt, die reichen von Wirtschaftshilfen, steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen, Kleinstunternehmen etc., die darauf zielen, eben die Ausfälle, die Corona-bedingt stattfinden, auszugleichen und zu helfen, dass die Wirtschaft diese Krise, die ja den Lockdown oder Maßnahmen beinhaltet zum Gesundheitsschutz, auch gut übersteht. Im Bereich Arbeits- und Soziales gibt es etwas, was sich schon in der Wirtschaftskrise zuvor bewährt hat, nämlich Kurzarbeitergeld wurde ganz drastisch ausgeweitet. Und wir teilen natürlich die Zielsetzung, dass die Existenz der Menschen gewährleistet werden muss. Deswegen gibt es die Erleichterungen bei der Grundsicherung, die dazu führen, dass Vermögen sehr wenig angerechnet wird und kurzfristig auch Mietkosten und Unterkunftskosten nicht überprüft werden, sodass es eine ganze Fülle von Maßnahmen gibt, die helfen sollen. Und selbstverständlich wird die Zielgenauigkeit auch permanent überprüft. Das sind die Alltagsgeschäfte innerhalb der Ministerien mit dem Ziel, was auch Sie haben, dass alle, die die Hilfe benötigen, eben diese auch erhalten. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion der SPD. Herr Kollege Kremmels, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD hat in ihrer DNA das Recht auf Arbeit. Das ist ein Mittelpunkt unserer politischen Agieren. Aber wir sind sozusagen dem Thema des Grundeinkommens, stehen dem durchaus skeptisch gegenüber, aber nicht komplett ablehnend. Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin, hat ja ein solidarisches Grundeinkommen für Langzeitarbeitslose ja im Land Berlin eingeführt. Also es ist jetzt nicht, dass wir es komplett ablehnen, aber schon ein paar kritische Fragen stellen. Weil meine Sorge ist, dass am Ende des Tages die Pflegerin im Schichtdienst mit ihren Steuern dafür zahlt, dass der Mediziner, ihr Chef, noch einen Zuschlag für den Luxusurlaub bekommt. Wie kann man sicherstellen, dass das sozusagen nicht passiert? Und an die Bundesregierung die Frage, haben Sie denn mal durchgerechnet, wie viel eine Familie, die Transferleistungen bekommt, die Unterstützung bekommt, wie zum Beispiel Kindergeld, Kinderzuschlag und vieles andere mehr, ob die sich besser oder schlechter stellt mit einer solchen Einführung und vor allem, wie schnell kann das umgesetzt werden, weil Soforthilfen müssen ja zeitlich schnell umgesetzt werden. Wenn ich gerade mir die Grundrente angucke, wie lange da die Umsetzungsphase jetzt dauert, habe ich große Sorge, dass wir bei so einem Thema es gar nicht zeitlich so schnell schaffen, weil wir hoffen ja, dass wir die Pandemie hoffentlich im Sommer, Herbst nächsten Jahres überwunden haben. Danke. Vielen Dank, Herr Kremmels. Dann zunächst die Petentin. Genau. Wenn Sie sich ab, nur der Hinweis, Ihr Begleiter kann auch sprechen, aber immer nur eine Minute insgesamt. Genau, ich würde das jetzt an Herrn Professor Dr. Neumerker übergeben gerne. Also zu dem Arzt, zu dem schönen Beispiel würde ich gerne was sagen. Das Problem ja der Programme, die gerade aufgelegt sind, ist, dass man ständig nachbessern muss und ständig Diskussion hat über, was passiert eigentlich, was darf man tun. Also beim fiktiven Unternehmerlohn war das ja jetzt wirklich die ganz große Diskussion. Und die Frage ist ja wirklich Treffsicherheit und Bedarf. Das müssen Sie zwar ständig überprüfen, es ist aber überhaupt kein verlässliches System. Jeden Tag taucht jemand auf, der Ihnen sagt, ich falle durchs Raster. Dann müssen Sie da wieder was nachbessern. Dann ist Ihnen das nicht klar. All das würde so durch so ein Grundeinkommen, auch durch so ein Netto-Grundeinkommen wegfallen. Neben dem, dass man ein paar Leute in die Solidargemeinschaft reinnimmt, die ja bisher die Zahlungen automatisch haben. Viele von denen, die gerade noch ihre Zahlung bekommen, wissen wegen der Unvorhersehbarkeit der Effekte, die bei Corona noch auftauchen, nicht, wann ihnen der Hahn abgedreht wird. Und für die sorgen wir hier bereits vor. Diese Asymmetrie, von der Sie sprachen, die nimmt man bewusst in Kauf, damit erstens diejenigen, die noch im System gerade gut funktionieren, noch arbeiten können und wissen, dass wenn sie nicht mehr funktionieren, wenn ihnen der Hahn auch abgedreht wird, sie dann aber auch auf dieses Grundeinkommen sich zurückziehen können. Und das soll für alle gelten, auch für den Arzt, der aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Okay, vielen Dank. Die Minute ist rum. Müssen wir aufheben fürs nächste Mal. Dann die Bundesregierung, bitte. Zum ersten Teil der Frage der Berechnungen.
wir sehen es nicht als die Aufgabe an, das Konzept jetzt konzeptionell durchzurechnen, aber auf den ersten Blick ist offenkundig, dass es in Hartz IV und den Grundsicherungssystemen Fallkonstellationen gibt, wo eben der Bedarf höher ist als das, was hier ausgekehrt würde, sodass das Problem der Synchronisierung mit dem bestehenden gegliederten Sozialstaat vollkommen ungelöst ist. Zweitens, Ihre Frage der Implementation des Ganzen, das scheint auf den ersten Blick vollkommen ungeklärt, weil wir halt Institutionen haben, wie Jobcenter, wie Rentenversicherung etc. und bei der Wirtschaftshilfe die entsprechenden Banken, wo wir wohl beraten waren, genau diese zu nutzen und nicht in einer Krise eine ganz neue Institution aufbauen zu müssen, was hier, wie Sie auch mit Ihrer Kommission andeuten, offenkundig auch ungeklärt ist, wer das dann machen sollte, sodass die Skepsis hier auf Teilunterstützung findet. Vielen Dank für die Antworten. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Herr Kollege Huber, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst möchte ich auch mein Beileid aussprechen an die SPD-Bundestagsfraktion und an den Deutschen Bundestag gesamt für den Verlust von Thomas Oppermann. Zur Petition möchte ich mich bedanken für das Eingangsstatement bei Frau Wiest und hätte an Sie auch eine Frage an die Seiten der Petenten, weil Sie die Petition für alle Bürgerinnen und Bürger eben auslegen. Und wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland sich 83 Millionen Menschen aufhalten als Einwohner und bei einem Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro dann eben Kosten von 83 Milliarden Euro im Monat anfallen und im Jahr von 996 Milliarden Euro, dann stellt sich bei mir bei einem Steuereinkommen gesamt im Jahr des Bundeshaushalts von 800 Milliarden schon die Frage, es entsteht ein Defizit und dieses Defizit muss ja irgendwie finanziert werden. Deswegen vielleicht haben Sie Möglichkeiten, dieses Defizit zu finanzieren. Sind das höhere Steuern, neue Steuern? Sind das ein Lastenausgleich, neue Schulden oder eine Vermögensabgabe, was diskutiert wird? Was haben Sie sich da vorgestellt? Und an die Regierung die Frage ganz kurz noch, dass ja neben den Punkten, die Sie erwähnt haben, auch bei der Grundsicherung, auch beim Arbeitslosengeld II Erleichterungen gemacht wurden im Bezugszeitraum von März 2020 bis Dezember 2020, zum Beispiel die Aussetzung der Vermögensprüfung. Also neben diesen Erleichterungen hätte ich vielleicht eine Ja-Nein-Frage an Sie, ob es darüber hinaus aus Ihrer Sicht das bedingungslose Grundeinkommen noch bedarf. Danke. Vielen Dank. Die Petentin oder Herr, ich kann ganz kurz sagen, es handelt sich ja um ein Krisengrundeinkommen, ne? Und die finanzielle Implementierung wird Herr Neumerker jetzt kurz darstellen. Ja, nochmal, ich hatte das ja auf der Grafik da bereits gesagt. Wir brauchen gar keine neuen Steuern oder irgendein Defizit machen oder irgendetwas. Es sind hier die BGE-nahen Corona-Hilfsausgaben, die haben wir ganz konservativ herausgerechnet und auch das BGE-nahe Sozialbudget, in dem man nur umschichten muss. Dann erzielt dieses Nettogrundeinkommen von 550 pro Person, das sind 503 Milliarden, im Gegensatz zu den 613 Milliarden sogar einen Überschuss. Ja, also zu den jetzigen Ausgaben, die geplant sind und die gemacht werden sollen. Also die Frage, was man finanzieren soll, die stellt sich zum Beispiel für so einen Vorschlag nicht. Das ist ja genau die Idee, dass man keine neuen Steuern, keine neuen Schulden oder irgendetwas, wir machen nur auf Bezug auf das, was gerade gemacht wird. Vielen Dank für die Bundesregierung. Bitte. Im Grundsatz will ich nicht nur Nein sagen, was nahe liegt, also es gibt keinen Bedarf, sondern natürlich ist die Aufgabe auch zu gucken, dass das, was wir aufsetzen, hilft und das auch permanent nachzusteuern. Natürlich sind wir auch im Gespräch, meinetwegen mit Solo-Selbstständigen, Künstlern etc., um zu gucken, dass die Hilfen auch wirken. Aber das Grundeinkommen ist nicht geeignet, diesen Bedarf zu schließen, also insofern Nein. Mhm. Vielen Dank für die kurze, knackige Antwort. Für die Fraktion der FDP, Herr Kober, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Wiest, sehr geehrter Herr Neumerker, vielen Dank zunächst mal Ihnen für die Petition und für die Eingangsstatement und die Beurteilung, die Sie uns vorgetragen haben. Meine Frage, erste Frage geht an den Vertreter der Bundesregierung. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages bezweifelt in einem Gutachten die Gesetzgebungskompetenz des Bundes in der Frage der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Teilen Sie von Seiten der Bundesregierung diese Bedenken? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage richtet sich an die Petentin. Sie sprechen davon, dass Miet-, Pacht- und Tilgungs- und entsprechende Zahlungen ausgesetzt werden. Meine Frage, wer übernimmt diese Mietausfälle?
Heißt das zum Beispiel für mich als Bundestagsabgeordnete mit zwei Wohnsitzen, dass ich dann die Mieten für meine beiden Wohnsitze nicht mehr bezahlen muss? Und wer übernimmt diese Kosten, die ja dann jemandem anderen entfallen, die aber durchaus höher liegen können als das von Ihnen über das bedingungslose Grundeinkommen gewährte, ich sage mal, Ersatzleistung? Vielen Dank, Herr Kober. Wir begrüßen jetzt ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin im BMS, Frau Kollegin Kramer, unter uns. Schön, dass Sie kommen konnten. Die erste Frage von Herrn Kober wäre an die Bundesregierung. Wollen Sie die noch übernehmen oder Ihr Kollege? Nachdem ich genau. den vorherigen Kontext nicht kenne, denke ich, es ist besser, wenn Herr Becker-Nietz antwortet. Das macht er gerne bestimmt. Gerne. Das Gutachten der Gesetzgebungskompetenz des Bundes kenne ich persönlich nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sobald man ein Konzept hat, was entscheidungsreif ist, dass man dann die Kompetenzen prüft. Mhm. Das liegt aus meiner Sicht nicht vor. Vielen Dank. Professor Neumerker, vielleicht noch mal die allererste Folie. Die zweite Folie mit dem Nettogrundeinkommen. Da habe ich ja gezeigt, dadurch, dass alle abgesichert sind, erstens kann man Mieten und Kapitaldienst einstellen, aussetzen. Das soll aber nur gemacht werden, wenn Leuten vorne, Corona-bedingt, krisenbedingt, die Einnahmen wegfallen. Für die Leute kann man auch sagen, ihr müsst nicht mehr die Miete bezahlen und auch nicht den Kapitaldienst. Warum? Weil Vermieter und alle Banker und Kapitalgeber eben auch dieses Nettogrundeinkommen bekommen. Wenn Sie jetzt oder auch ich weiterhin Einkünfte beziehen, dann zahlen wir natürlich unsere Mieten weiter. Also es wird nicht da abgestellt, wo man nicht abstellen muss, sondern es wird da abgestellt, wo vorne Corona-bedingt gesundheitspolitisch die Zahlungen ausfallen. Und da kann man dann auch sagen, müssen die Mieten auch dran glauben und der Kapitaldienst, weil das sind die Verbindlichkeiten, die Leute förmlich zerdrücken. Adidas hat es am Anfang mal, Sie wissen das, zu Unrecht versucht. Da hat man über Nacht berechnet, Adidas kann Mieten noch zahlen. Ja, es gibt viele, die festgestellt haben, dass sie die Mieten nicht mehr zahlen müssen. Es gibt viele Leute, die denken nicht mal an ihre Lebensunterhalt. Die denken nur daran, kann ich meine Miete noch weiter zahlen. Das ist grauenvoll, das ist schlimm. Das sind nur Verbindlichkeiten, die man auch aussetzen kann. Ja, das ist die Überlegung, die da dahinter steckt. Und nur das Nettogrundeinkommen kann dies machen, weil das Nettogrundeinkommen auch dem Vermieter die Zahlungen gibt, um seinen Lebensunterhalt auskömmlich gestalten zu können. Dank des NGE. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke. Ja, deswegen wollte ich noch zuerst. Frau Kollegin Kipping, bitte schön. Nein, ich habe nur geguckt, aber wir hatten jetzt diesmal die Bundesregierung zuerst und dann die Petenten als Zweitin. So. Nicht, dass ich jemanden vergesse. Jetzt sind Sie dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Wiest, Sie haben ja wirklich ganz überzeugend dargelegt, warum es gerade jetzt ein Grundeinkommen braucht. Und ich finde, dass die rege Teilnahme auch in Corona-Zeiten an dieser Anhörung zeigt ja das große gesellschaftliche Interesse an dem Thema Grundeinkommen. Und so sehr ich mich auch persönlich über diese Petition gefreut habe, will ich hier doch nicht verschweigen, dass mich gleichermaßen das konkrete Finanzierungsmodell von Herrn Neumerker mir Sorgen bereitet. Weil ich sage ganz klar, das ist nicht eine Umverteilung von oben zur gesellschaftlichen Mitte, sondern als Sozialpolitikerin ihr Modell zu Ende durchgedacht wäre, eine Umverteilung von unten, von den besonders Bedürftigen hin in die Breite. Das ist genau die falsche Richtung. Als jemand, der seit 2 Jahrzehnten fürs Grundeinkommen kämpft, interessiert mich natürlich, jetzt vor allen Dingen von Ihnen, Frau Wiest, wie die Forderung nach dem Krisengrundeinkommen im Zusammenhang steht mit der generellen Idee eines Grundeinkommens. Und es gibt ja auch gerade eine europaweite Bürgerinitiative für die Einführung eines Grundeinkommens. Wie sehen Sie das? Und steht ein Grundeinkommen Ihrer Meinung nach jedem als Menschenrecht zu? Vielen Dank. Genau, wie Sie vielleicht wissen, war ich vor 10 Jahren hier schon mal und habe ganz generell die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens gefordert. Ich sehe im bedingungslosen Grundeinkommen die zeitgemäße Basis für unsere Demokratie. Es bringt zum Ausdruck, alle gehören dazu. Jeder hat eine Basis. Man verabschiedet sich sozusagen von der Norm der Erwerbsarbeit, dass nur der sozusagen ein voller Bürger ist, der erwerbstätig ist. Wir nehmen mit dem Grundeinkommen die Gesamtheit der Arbeit in den Blick. Es wird ja viele Arbeit unentlohnt geleistet, 1/3 mehr als entlohnt. Das ist vom Statistischen Bundesamt von 2013. Also die Situation hat sich geändert. Und zu einer modernen Demokratie gehört eine wirtschaftliche
Grundabsicherung für alle Bürger ganz generell. Das gilt für Europa natürlich. Ich würde sagen, Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Ich denke auch, man muss es nicht ausprobieren, sondern das kann ich doch in mir erkennen. Keiner soll ohne Einkommen dastehen in unserer hochentwickelten Demokratie. Und das Nettogrundeinkommen ist dem geschuldet, dass es natürlich in der Krise jetzt nicht an der Zeit ist, generell für und wieder Grundeinkommen breit zu diskutieren, sondern wir haben uns bemüht, wirklich bemüht und gearbeitet, dass wir einen Vorschlag bringen, der sofort implementierbar ist und den Vorteil hat, dass alle grundabgesichert sind. Ja. Leider ist die Zeit schon vorbei. Ja. Ich habe schon gut zugegeben wieder. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Kollegin Müller-Gammecke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Wiest, sehr geehrter Professor Neumärker, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Petition bedanken. Die Diskussion über ein Grundeinkommen hat jetzt in der Zeit von Corona zugenommen. Also ich merke das an vielen Ecken und Enden und es zeigt ja auch die hohe Zahl an Unterstützerinnen und Unterstützern. Und ich finde, es ist auch nachvollziehbar, weil es eben gerade darum geht, dass wirklich alle Menschen abgesichert sein müssen in dieser Zeit. Und diese Absicherung muss einfach sein, sie muss unbürokratisch sein. Und natürlich muss die Absicherung dann schlussendlich vor Armut schützen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir gerade jetzt in Zeiten von Corona die Debatte um das Grundeinkommen wagen sollten und uns wirklich ernsthaft mit dieser Form der Absicherung auseinandersetzen würden. Ich würde mir auch eher ein einfaches, also sehr unbürokratisches und schlankes Modell wünschen. Ich bin jetzt hier auch nicht ganz überzeugt worden, weil ich doch glaube, dass genau die Grundidee vom Grundeinkommen in die Zeit von Corona passt. Meine Fragen gehen an Sie, Frau Wiest. Wie sieht es denn mit der Empirie beim Grundeinkommen aus, also verhaltensökonomisch, auf die Gesundheit bezogen, psychologisch, soziologisch? Gibt es da Ergebnisse, Pilotergebnisse? Und gibt es Effekte durch ein Grundeinkommen, die über eben die finanzielle Absicherung hinaus der Bürgerinnen und Bürger hinausgehen, die Sie sehen und die für Sie eben wichtig erscheinen? Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gammecke. Frau Wiest, genau. Bitte. Es gab in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, viele Pilotprojekte zum Beispiel oder Experimente, die als Experimente zur Einkommenssicherheit, die als BGE-Experimente bezeichnet werden können. Das MINCAM-Projekt in Kanada, in Namibia gab es ein Projekt. Es gab Projekte nochmal in Ontario neulich und in Indien und das Projekt in Finnland, ne, das Sie ja sicherlich kennen. Die Ergebnisse waren immer so, die Leute fühlen sich sicherer, gesundheitliche Erkrankungen gehen zurück, das Vertrauen in staatliche Institutionen wächst, das Vertrauen in den Mitbürger wächst und auch die Emanzipation der Frau in Indien, da konnte man Fortschritte oder eine positive Entwicklung sehen. Also Sie sehen, das sind alles Entwicklungen, die uns jetzt in der Krise gut tun würden. Ne? Dann die Spaltung der Gesellschaft, die Leute, die sagen, ich bin doch hier gar nicht gemeint, das muss man doch bedenken, was das auslöst, eine Existenzangst in dieser Krise. Und wir brauchen ein stabiles Fundament für unsere Gesellschaft. Und das bietet nicht nur in der Krise, aber jetzt ist das Zeitfenster, um das einzuführen. Das bietet das bedingungslose Grundeinkommen und dafür will ich werben. Ich will, dass unsere Gesellschaft ein stabiles Fundament hat und dass uns der Laden hier nicht um die Ohren fliegt in der Krise. Wir haben genug zu tun. Und ich würde mir auch wünschen, dass Sie sich nicht mit der Einkommenssicherung von Bürgerinnen und Bürgern vorrangig beschäftigen müssen im Bundestag, sondern mit der Bewältigung der gesundheitlichen Herausforderungen der Krise. Das ist genug Arbeit. Und wenn wir einen Boden haben, sind auch Sie entlastet. Und die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch. Vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Kollege Bjadas für die CDU-CSU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Wiest, noch mal gerade für die Ausführungen, die Sie gerade eben gemacht haben. Ich glaube, dass das Parlament schon die Aufgabe hat, sich in allen politischen Bereichen Gedanken zu machen. Krise hin oder auch Krise danach. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen wollen, weil Sie ja auch gerade eben Finnland noch mal angesprochen haben. Sie haben aber auch gemerkt, dass die Finnen das nicht weiterführen, dieses Projekt, sondern erst mal so nicht weiter verfolgen wollen. Ich würde Sie noch mal ganz konkret fragen wollen, warum glauben Sie, dass wir nicht individuell auf den einzelnen Menschen, auch in unserer
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik weiterhin drauf gucken sollen und eben keine Lösungen für alle anbieten sollen, weil ich glaube schon, und auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sieht einfach den einzelnen Menschen und will auch einzelne Lösungen. Die sind manchmal aufwendiger, ja, aber ich glaube, die kann man auch unbürokratisch abhandeln, gerade mit dem Thema der Digitalisierung. Deswegen, warum glauben Sie nicht, dass der einzelne Mensch auch in solchen Fragen wie soziale Hilfe beziehungsweise auch soziales Einkommen nicht stärker im Mittelpunkt sein soll? Und warum glauben Sie, müssen wir das als Kollektiv sehen? Vielen Dank. Frau Wiest. Weil Sie haben es selber gesagt, Sie gehen von Hilfe, Hilfsbedürftigkeit aus bei den Bürgern. Und die Situation, dass ein Einkommen wegfällt, gerade wenn Sie zum Beispiel an Start-ups oder so denken, ne? Also neue Ideen, ich denke, das wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Das ist nicht mehr das klassische Arbeitnehmerinnenverhältnis, sondern die Innovationskraft, die in jedem Menschen liegt, die wird am besten sozusagen, ja, da ist das Grundeinkommen die richtige Grundlage, dass man selbstbestimmt, eigenverantwortlich auf dieser sicheren finanziellen Basis für alle hier an der Gesellschaft teilnehmen kann. Da sind wir sozusagen ja, auf der sicheren Seite sozusagen für all das, was uns bevorsteht als Gesellschaft, auch Krisen, dass wir da gut durchgehen können. Zum Beispiel, wenn Sie an die Umweltkrise, die Klimakrise und so weiter denken. Auch dafür brauchen wir ein sicheres Fundament, sodass wir Neues wagen können, dass wir unser Verhalten ändern können. Und da ist Existenzangst keine gute Grundlage. Und das Grundeinkommen, ja, schafft sozusagen Angst vor der Existenz ab. Und das brauchen wir als gesellschaftliche Grundlage. Vielen Dank. Kann man nicht. Für die Fraktion der SPD, Herr Kollege Gramitz, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Sorge ist, dass wenn wir jetzt ein über 100 Jahre gewachsenes Sozialstaatsmodell hier in Deutschland mit seinen nachgewiesenen Stärken, auch ein paar Schwächen, jetzt Knallauffall absetzen und abwickeln und etwas Neues bringen, von dem wir nicht wissen, ob es funktioniert. Ich finde das für die Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, schwierig. Ein Experiment am offenen Herzen, glaube ich, ist der falsche Weg. Die Beispiele Kanada, Indien, Namibia, das halte ich für schwierig. Ich glaube, dass wir uns dieser Diskussion stellen müssen. Aber ob jetzt sozusagen Corona der richtige Zeitpunkt ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich auch nicht glaube, dass wir es so schnell umsetzen können. Meine Frage ist, es gibt ja da vom DIW und dem Verein Mein Grundeinkommen, die starten ja jetzt eine Studie, wo 120 Menschen über 3 Jahre hinweg 1.200 Euro monatlich behalten kommen. Sollten wir das nicht erstmal auswerten, begleiten, diskutieren? Die Frage richtet sich sowohl an die Petentin, aber auch an das Ministerium, wie Sie für so einen Testfall in Deutschland, wie Sie das bewerten. Mhm. Vielen Dank. Zunächst die Petentin, bitte. Dass man ein Grundeinkommen testen muss, ne? Das ist irgendwie sehr weit verbreitet. Dass es unsicher wäre, ist auch sehr weit verbreitet. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir Bürgerinnen und Bürger, wir finanzieren den ganzen Staat. Wir haben hier letztendlich jeden Stuhl bezahlt, der hier steht. Ne? Das ist durch unsere Steuerabgaben ermöglichen wir das alles. Dass man da jetzt Zweifel hätte, ob wir finanziell, sage ich jetzt mal, zurechnungsfähig sind oder vertrauenswürdig, das ist eigentlich ein Witz. Ne? Das muss man nicht beweisen. Davon kann man in der Demokratie ausgehen, dass die Demokratie aus verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern besteht. Insofern würde ich gar nicht zu Experimenten neigen, sondern wir wissen das bereits. Wir tragen den Staat, wir sind der Staat, wir halten uns an die Regeln. Da gibt es eigentlich keine Unsicherheit. Und natürlich können wir auch alle mit Geld umgehen. Du noch? Ganz kurz, Herr Professor Neumerker. Okay, ganz kurz. Deswegen wurde hier ja der Vorschlag mit dem Netto-Grundeinkommen gemacht, dass Sie eben sehen, man muss nicht den Sozialstaat umstellen. Man kann das parallel einführen, ja, dass man nur umschichtet. Wir gehen nicht an die Rentenversicherung ran, wir gehen auch nicht an die Gesundheit ran. Ja, wir gucken uns ganz genau an, was passt zum BGE, und das stellen wir dann um. Das ist ein erster Einstieg. Und langfristig kann man dann sehen, braucht man mehr oder kehrt man wieder zurück. Also die Argumentation, dass man immer riesig umstellen muss, die ist für mich eigentlich mit solchen Überlegungen vom Tisch. Das Zweite noch ganz kurz dazu, bloß weil es jetzt mehrfach kam, wenn Sie Mieten abstellen, das sind ja Leute, die haben Vermögen, um zu vermieten. Wenn Sie Kapitaldienst abstellen, dann stellen Sie ja Geld ab,
dass Leute zu vermieten haben. Das sind also Vermögende, deswegen sehe ich auch nicht ganz ein, dass so ein Vorschlag Umverteilung von unten nach oben ist. Ganz im Gegenteil, es beteiligt solidarisch diejenigen, die mit ihren Zins- und Kapitaleinkommen bisher davonkommen. Vielen Dank für die Bundesregierung. Frau Staatssekretärin? Ich glaube nicht, dass es hier nochmal besonderen Redebedarf gibt. Okay, gut. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Herr Huber, bitte. Ja, vielen Dank nochmal. Ich hätte noch zwei Fragen an die Seite der Petenten. Und zwar, wenn ich Ihre Petition wohlwollend lese, dann stellt sich für mich heraus, dass Sie doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Blick haben und sie abmildern wollen. Zugleich fordern Sie aber dieses bedingungslose Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger. Jetzt muss man davon ausgehen, dass es auch Bürgerinnen und Bürger gibt, die vom Staat gesehen ein fixes Einkommen haben, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, Beamte, Rentner, auch Politiker, die eben nur sehr geringe materielle Nachteile durch die Pandemie hatten. Und daher würde ich schon noch mal die Frage stellen, wie Sie das in Einklang bringen, dass Sie die Pandemie abmildern wollen, aber auf der anderen Seite das eben für alle haben wollen, wobei gar nicht alle betroffen sind. Und die zweite Frage ist die zeitliche Begrenzung. Wollen Sie das wirklich zeitlich begrenzen oder provokativ gefragt, sehen Sie nur die Chance, das einzuführen, in der Hoffnung, dass es dann möglicherweise nicht mehr so leicht abgestellt werden kann? Denn eine zeitliche Befristung ist vielleicht in Ihren Gedanken an der epidemischen Notlage geknüpft. Das wäre jetzt nochmal eine Grundfrage dazu, die, und so sind die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überlegt werden, dass diese epidemische Notlage, die der Bundestag mit Mehrheit beschlossen hat, außer die AfD, bis in das Jahr 2022 hineinreicht. Also wie sehen Sie die zeitliche Begrenzung? Vielen Dank. Die Petente, bitte. Die zeitliche Begrenzung ist natürlich der Pandemie geschuldet. Ich weiß ja, dass Sie seit 10 Jahren hier kein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt haben. Es würde aber helfen in dieser Situation. Insofern wäre es auf jeden Fall für diese Krise die richtige Maßnahme. Warum alle Bürgerinnen und Bürger, warum nicht nur Bedürftige? Weil diese Bedarfsprüfung und die Regeln und diese Zugangsberechtigungen, die machen eine große Unsicherheit. Falle ich darunter? Kann ich mich artikulieren? Kann ich das in Anspruch nehmen? Und das wollen wir in der Demokratie nicht. Da gehören alle dazu. Und man könnte sich doch überlegen, ob wir ein Konto einrichten. Ich glaube, es gibt sogar schon so Konten, dass man sagt, machen wir doch Solidarität andersrum einmal. Die, die es wirklich bekommen, dann spart man sich die Bedarfsprüfungen. Und wenn dann einer sagt, ich brauche es gar nicht, der kann das doch ganz entspannt zurückspenden, wieder in den Topf. Das wäre eine viel sicherere Situation. Und vor allem, und das ist vielleicht das Grundlegende, ist es ein Wechsel von dem Misstrauen, mit dem wir Bürgerinnen und Bürgern begegnen oft, hin zu Vertrauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in dieser Gesellschaft sowieso brauchen. Vertrauen statt Misstrauen und Kooperation statt Konkurrenz. Vielen Dank. Das wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank für die Fraktion der Liberalen. Herr Kollege Kober. Ja, sehr gerne. Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Staatssekretärin, Frau Wiest und Herr Neumerger. Mein Eindruck ist, Sie reden von zwei unterschiedlichen Konzepten. Denn wenn ich Sie eindeutig verstehe, oder wenn ich Sie richtig verstehe, in Ihren eindeutigen Aussagen, alle Bürger, jeder, Menschenrecht, dann bekomme ich es auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, ob ich es finanziell brauche oder nicht. Wenn es bedingungslos ist, dann ist es nicht an mein Einkommen geknüpft und kann auch nicht sozusagen an einer anderen Stelle, und Sie haben es ja jetzt gerade beispielhaft ausgeführt, zurückgefordert werden, sondern sie, so. Insofern steht tatsächlich die Frage, ich kriege also eine Diätenerhöhung. Das ist das, was Ihnen vorschwebt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Faktisch, genau, an Sie. Ohne Bedarfsprüfung, ja. Ohne Bedürftigkeitsprüfung. Dass wir da klar sind, über was wir reden. Sie nicken, insofern ist klar, worauf wir uns hier verständigen sollen. Meine Frage an Sie wäre, zunächst einmal, Sie gehen ja davon aus, dass es einen Pauschalbetrag gibt. Wie lösen Sie das Problem unterschiedlicher Lebenshaltungskosten im bundesweiten Vergleich? Also Sie haben einen Pauschalbetrag und gleichzeitig sind die Mieten beispielsweise in München andere als in Dessau oder in irgendwo Mecklenburg-Vorpommern oder bei mir auf der Schwäbischen Alb möglicherweise. Das heißt, Sie schaffen dort eine Ungleichbehandlung bei Bürgerinnen und Bürgern, die wir im bestehenden Hartz-IV-System dadurch ausgleichen, dass die Mieten in angemessener Höhe eben
bezahlt werden, ganz gleich, wie hoch sie also in angemessener Höhe, aber ganz gleich, ob sie im teuren Wohngebiet leben oder in einem günstigeren. Die zweite Frage, die sich an die ich an die Bundesregierung richten möchte, ist, Frau Staatssekretärin, Sie erinnern sich an die Einführung der Rente mit 63. Da war die Inanspruchnahme höher, als sie es prognostiziert hat. Die Wahrscheinlichkeit oder was man daraus ableiten kann, ist, dass ein Teil der Menschen, wenn sie keine Einkommensverluste damit verbinden, durchaus bereit sind, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Die Studien, die vorliegen oder Umfragen, die vorliegen, zeigen eine ähnliche Tendenz bei den bisherigen Versuchen, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, beziehungsweise bei Umfragen, wie es denn voraussichtlich das Verhalten der Menschen ändert. Also beispielsweise das Splendid Research Institut in Hamburg hat 2017 festgestellt, dass 25% ihre Arbeitszeit planen würden zu reduzieren. Wie sehen Sie, gerade mit Blick auf Ihre Erfahrungen, diese Entwicklung? Vielen Dank. Wo prognostizieren Sie diese Entwicklung? Vielen Dank. Dann die Petente bitte. Okay, selbstverständlich reden wir nicht von unterschiedlichen Vorstellungen. Das bedingungslose Grundeinkommen in der Krise sollen alle bekommen, natürlich. Und ich habe gerade ausgeführt vorher schon, also wer es nicht glaubt zu brauchen, kann es freiwillig zurückspenden. Darin sehe ich einen Vorteil, weil alle die Gewissheit haben, ich falle nicht durchs Raster. Jetzt kann ich noch Herrn Neumerker gerne übergeben zu dem Thema Mieten. Also natürlich ist das Grundeinkommen, so wie man sich das in seiner großen Ausgestaltung, das sogenannte partizipatorische oder eher auch emanzipatorische Grundeinkommen vorstellt, natürlich ein viel höherer Betrag, der auch entweder versucht, überall die Lebensbedingungen abzudecken oder dann sagt, es gibt vielleicht noch eine flankierende Spezialmaßnahme. Flankierende Spezialmaßnahmen hier in der Krise gibt es noch und nöcher. Wenn Sie noch mal schauen, was wir an BGE-nahen Ausgaben aus den Corona-Hilfsprogrammen herausgerechnet haben, nicht nur die, die für Gesundheit, sondern auch für Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft sind, da bleibt noch genug für die spezifischen Fragen übrig. Ja? Also spezifische Probleme können Sie auskokeln. Man kann auch problemlos Grundeinkommen indexieren. Da gibt es also viele, also an die Lebenshaltungskosten anpassen, da gibt es viele Ausgestaltungen, denen sich dann so eine Corona-Kommission und so ein Bürgerrat dann stellen müsste, wie werden wir das im Einzelnen ausgestalten. Aber bitteschön, das passierte bei der Grundrente, das passiert bei der Diskussion um Kindergrundsicherung. Überall diskutiert dann hoffentlich das Parlament und nicht nur die Regierung stark weiter, was da im Einzelnen dann rein soll und wie das Projekt zum Schluss aussieht. Da kann ich und auch Frau Wiest Ihnen hier nicht eine Zahl vorgeben, mit der jetzt alle glücklich werden. Das muss hier der Sachverstand aushandeln. Das ist völlig klar. Wir haben hier so einen Schnappschuss Ihnen mitgegeben. Vielen Dank, Herr Professor Neumerker. Für die Bundesregierung, Frau Krambier. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist natürlich schwierig, Prognosen für die Zukunft abzugeben oder für theoretische Annahmen. Aber ich sage mal, allein die Lebensannahme spricht dafür, dass Erwerbstätigkeit zurückgeht in der Corona-Krise. Und zwar allein deshalb, weil Menschen in Sorge um ihre Gesundheit sind und deshalb mit Sicherheit eine Vielzahl. Ich glaube, er meinte allgemein gesprochen. Sie meinten, glaube ich, allgemein gesprochen, ob die Befürchtung steht, nicht unabhängig von Corona, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen weniger Erwerbstätigkeit ist. Ist gut, also so. Dann würde ich trotzdem erst einen Satz zu Corona sagen, dass allein aufgrund der Situation, dass viele Menschen in Sorge um ihre Gesundheit sind, ihre Erwerbstätigkeit zurückfahren werden. Wie gesagt, wie sich das allgemein verhalten wird, ist natürlich schwierig einzuschätzen. Und ich kann da nur meine eigene Wahrnehmung wiedergeben. Und ich gehe davon aus, dass viele Menschen ihre Arbeitsbedingungen als unangenehm empfinden, viele andere Dinge lieber machen und dass deshalb Erwerbstätigkeit zurückgehen wird. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Kollegin Kipping, bitte.
Ja, vorab nur, wenn ich all die Sorgen und Bedenken gegen das Grundeinkommen hier höre, denke ich ein bisschen an die Sorgen und Bedenken, die es gegen den Mindestlohn in Stellung gebracht wurden. Und nachdem er dann eingeführt war, wollte jeder von Anfang an dafür gewesen sein. Insofern freue ich mich schon auf den Tag, wenn wir das Grundeinkommen eingeführt haben und jeder der Meinung war, er war eigentlich der Vater der Idee. Wir heißen dann alle herzlich willkommen. Ich muss jetzt aber doch noch mal eine kritische Nachfrage zum konkreten Finanzierungsmodell stellen. Und ich sage ganz gleich, tue das in zutiefst solidarischer Absicht, weil ich in großer Sorge bin, dass eine großartige Idee durch eine falsche Festlegung auf ein Finanzierungsmodell dem Grundeinkommen ein unsoziales Image geben kann. Vielleicht habe ich ja auch Ihr Modell falsch verstanden, Herr Neumärker, weil wir es jetzt erst seit Kurzem vorliegen haben. Ihrem Modell nach fallen verschiedene soziale Entschädigungssysteme weg. Das sind zum Beispiel Beschädigten- und Hinterbliebenenrente, Pflegezulage, Berufsschadensausgleich sowie Bestattungsgeld, also auch Leistung zur Heil- und Krankenbehandlung und zur medizinischen Rehabilitation. Bei Krankenversicherungen sollen 25 Milliarden gekürzt werden. Das wird weniger die Privatversicherten treffen als die Kassenpatienten. Ich sehe da eine gewisse Resolutheit, wenn es um Kürzungen geht, von denen vor allen Dingen vom Schicksal, von Armut und von Krankheit gezeichnete Menschen betroffen sind, während ich keinerlei Vorschläge sehe, Millionen Erbschaften, Millionen Gewinne, Millionen Einkommen irgendwie stärker zu besteuern. Warum diese Resolutheit, wenn es um Leistungen für besonders vom Schicksal gezeichnete geht und diese Zurückhaltung bei denjenigen, denen es sehr gut geht? Vielen Dank. Frau Wies, okay. darauf sehr kurze Antwort. Die Tabelle war offenbar verwirrend. Das nehme ich auf meine Kappe. Es ist genau umgekehrt. Das sind die Zahlungen, die nicht rausgerechnet werden. Die sollen weiter beglichen werden. Das bleibt alles in der Gesundheit, Versehrtheit und so weiter bleibt alles aufrechterhalten, auch die Sachleistungen aus der Krankenversicherung und so weiter. Die anderen Zahlungen, die nicht zur BGE nahe gehören, die werden dann herangezogen. Also die, die Sie gerade genannt haben, die bleiben alle aufrechterhalten. Die rechnen wir nicht gegeneinander auf. Das ist also ganz entscheidend, da danke ich für Ihre Nachfrage. Es ist tatsächlich genau umgekehrt, Hartz IV und die Sachen, die ganz BGE nahe sind, die werden zur Aufrechnung genommen, die Sie gerade genommen haben, gerade eben nicht, die weiter bleiben bestehen. Deswegen sage ich ja auch, gibt es nur eine Umschichtung, Sie müssen das System nicht verändern und die Leute, die hier besondere Pflege und hier besondere Bedarfe haben, gerade in der Gesundheit, das bleibt aufrechterhalten. Dankeschön für die Nachfrage. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage in dieser Petition. Frau Kollegin Müller-Gemmicke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an Frau Wiest. Ich muss nochmal nachfragen, warum fordern Sie nicht ein Grundeinkommen jetzt für länger, sondern nur für die Krise? Weil ich eigentlich finde, dass die Corona-Zeit eigentlich sehr deutlich macht, dass wir einen Wechsel brauchen in unserem Sozialsystem, weil eben nicht einfach alle unbürokratisch abgesichert werden, weil eben welche durch die Ritzen fallen. Und ich muss auch noch mal wegen dem Finanzierungsmodell, warum gehen Sie weg von der Idee, dass es eigentlich ganz einfach gelöst werden kann, die Umsetzung eines Grundeinkommens eben über eine negative Einkommenssteuer oder also über Steuerfreibeträge, was dann auch ganz schnell hier, glaube ich, deutlich machen würde, dass es nicht so wäre, dass wir noch mehr verdienen würden, sondern wir würden an anderer Stelle eben ein bisschen mehr bezahlen. So, das ist die eine Frage. Und ich wollte noch mal ganz konkret nachfragen, welche politischen Schritte sind denn Ihrer Meinung nach jetzt nach dieser Beratung notwendig, damit man eben der Diskussion in der Gesellschaft, die tatsächlich zugenommen hat, wirklich gerecht zu werden? Also was wünschen Sie sich von der Politik nach diesem Tag? Vielen Dank. Genau, mit dem zweiten Teil würde ich beginnen, dann übergebe ich an Herrn Neumärker. Sie merken ja, wie komplex das Thema ist und ich muss wirklich sagen, wir haben sehr daran gearbeitet. Uns lag es, dass wir diesmal nicht eben für und wieder Grundeinkommen diskutieren, so ganz allgemein, sondern wir wollen eine tatsächliche Hilfe für alle oder eine Grundabsicherung jetzt in der Krise. Und da hat das Modell oder besticht das Modell durch die sofortige Umsetzbarkeit keinen weiteren Umbau des Abgaben- oder Steuersystems. Da dachten wir, da kommen wir jetzt mit einem Vorschlag, der ist
sichert alle Bürgerinnen und Bürger auf einem Niveau, eben mit diesem Wegfall der Miete, grundlegend ab. Die Idee kann zu einem Grundeinkommen ausgebaut werden, wenn es sich bewährt. Das bedarf aber einer erneuten politischen Diskussion. Und deshalb haben wir die Kommission vorgeschlagen, damit wir mit mehr Ruhe als in diesen einminütigen Antworten darüber sprechen können. Das braucht Raum, unbedingt. Also zur Antwort des Ersten. Hier wurde nur dieser Soforthilfeansatz dargestellt. Es geht auch im Weiteren des Konzeptes um einen richtigen Reformansatz. Das bedeutet also, erstens, wie kann man so ein Krisengrundeinkommen auskömmlicher gestalten, ne, unter den gegebenen Bedingungen. Da geht es dann darum, dass man in der Langfrist gesehen oder für zukünftige Zustände sich auch überlegt, wie baut man den Sozialstaat um. Das geht jetzt als Sozialhilfe nicht. Da kann man zum Beispiel die Frage stellen, baut man so etwas ein neben einem Grundeinkommen wie eine Grundrente, wie eine Kindergrundsicherung und so weiter. Das passt für den Soforthilfeansatz nicht, aber für eine große Umstellung in der Langfrist. Das Zweite, was dann da dazugehört, ich habe da mal ein Modell dargestellt, ich habe ja auch die Grafik, ich lasse sie aber weg, dass es ja wie in Wellen geht. Jetzt nicht wie das Bruttoinlandsprodukt, aber Krise, alles geht runter, dann geht es wieder hoch und so weiter. Und im Fall, wenn es hoch geht, kann man, wenn man in der Krise das Krisengrundeinkommen eingeführt hat, sich natürlich überlegen, bauen wir jetzt um, wenn es gut wird, in Richtung einem Partizipativgrundeinkommen, Richtung 1.200 Euro, 1.500 Euro. Die Mietzahlungen leben dann wieder auf, die Kreditzahlungen leben wieder auf. Wir wollen ja da nicht das normale Wirtschaftsleben kaputt machen. Das wird jetzt aber gerade durch die Krise ja von selbst kaputt gemacht. Das heißt also, die Überlegung, dass man dann beim Übergang aus der Krise, wir haben wahrscheinlich jetzt mehr Zeit zum Forschen, als wir denken, weil die Krise viel härter wird, als man denkt, ein System dann hat, wo man auch aus Steuern ein normales, volles, bedingungsloses Grundeinkommen zahlen kann, wenn man im Sinne dieses großen Piloten hier Erfahrungen gemacht hat, wie das Krisengrundeinkommen in der Krise funktioniert. Also da bin ich genau Ihrer Meinung, man kann das umstellen, man braucht dann Übergangszeiten dazu, dass man auch für gute, für prosperierende Zeiten ein vollwertiges Grundeinkommen einführt. Und wenn dann die nächste Krise das kommt, das müsste man dann aber in der nächsten wieder, Krise besprechen. Kann man sich wieder überlegen, ob es wieder Vielen runtergeht. Dank. Vielen Dank für diese Ausführungen. Damit sind wir am Ende dieser ersten Teils der öffentlichen Sitzung angekommen. Wir werden das entsprechend jetzt beraten. Weitere Fragen gebe ich nicht. Ich werde jetzt für fünf Minuten unterbrechen. Die Kolleginnen und Kollegen und Zuschauer, die wechseln, bitte dies zügig zu vollziehen und bitte den Mund- und Nasenschutz vor dem Verlassen des Sitzplatzes ordnungsgemäß aufsetzen, nicht irgendwie davor halten, sondern ordentlich aufsetzen über Mund und Nase und einen zügigen Wechsel vollziehen. Vielen Dank. Die Sitzung ist unterbrochen.